Die Winterpause ist vorbei und es geht in die Rückrunde der Bundesliga. Wir sind natürlich immer noch in FIFA 21 in der Managerkarriere mit dem BVB. Und wir haben einiges an Mitteilungen gehabt in der Zwischenzeit. Ich habe nichts gelöscht. Wir können gleich nochmal alles durchgehen. Jetzt aber erstmal hier. Julian Brandt möchte spielen. Wir schauen mal, ob wir ihn auch einsetzen. Und jetzt gehen wir mal in den Posteingang und fangen mal von unten an, denn da stehen ja die neuesten, die ältesten Sachen. Erstmal, Jude Bellingham ist wieder da. Wunderbar. Finde ich richtig gut. So, Infos zum Transfermarkt. Alles in Ordnung. Piszczek wechselt zu Leverkusen. Dann ist jetzt Ansu Fati da. Dann ist auch Ashraf Hakimi da. Ich habe Hakimi sofort in den Entwicklungsplan oder bin bei ihm sofort in den Entwicklungsplan rein und habe bei ihm eingestellt Rechtsverteidiger. Das dauert ungefähr ein Jahr. Bedeutet also, wir müssen gucken, ob und wie genau das vonstatten geht. So, dann ist Nico Schulz weg. Der ist ja im Wechsel mit Hakimi zu Inter Mailand. Dann hatten wir ein Angebot für Julian Brandt. Und wir sehen es gar nicht. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Da wollte Real Madrid, da steht es ja auch noch, okay. Ja, Real Madrid wollte Julian Brandt haben, knapp 80 Millionen Euro. Habe ich natürlich abgelehnt. Dann ist Schmelzer weg, der ist ja zu Stade Rennes. Dann gab es hier eine Info, dass Patrick Osterhage, dass es da umgestellt werden soll. Allerdings steht das schon in seinem Plan, deswegen keine Ahnung. Dann hatten wir noch ein Angebot für Axel Witzel, knapp 30 Millionen Euro von Manchester City. Natürlich auch abgelehnt. Und der FC Schalke 04 hat Interesse an Ferro, hat ein Angebot abgegeben für knapp 25 Millionen Euro an Benfica Lissabon. Wir werden natürlich informiert, weil wir Ferro bei uns auf der Liste haben. Gut, das war das und wir können in die zweite Hälfte der Saison rücken. Ja, Eric Garcia darf ja nicht spielen, der hat zu viele... Wie komme ich jetzt auf blaue Karten? Ich wollte gerade sagen, er hat zu viele blaue Karten. Er hat zu viele gelbe Karten gesehen und muss deshalb hier einmal aussetzen. Dafür werden wir aber mal sofort mit den neuen Leuten starten. Dafür darf Reyna auf die Bank, beziehungsweise von der Bank runter. Ansu Fati kommt und Ashraf Hakimi ebenso, der darf für Morelos auf die Bank und dann auch für Sancho. Ich hätte es gerne einfach mal ausprobiert. Die müssen natürlich auch noch ins Training mit eingefügt werden. Darum kümmere ich mich dann mal nach dem Spiel. Also Ansu Fati und Ashraf Hakimi jetzt als neue Spieler hier beim BVB, beziehungsweise bei Hakimi natürlich der neue alte Spieler, denn der war ja schon mal beim BVB. Okay, Witzel mit den Hebern. Ich muss sagen, so bei langen Bällen fühle ich mich relativ wohl. Auch wenn das die falsche Richtung war, aber der sitzt zumindest. Bei sowas fühle ich mich tatsächlich wohler als bei Kurzpassspiel. Was irgendwie ein bisschen irre ist, aber naja. So, und da sehen wir es auch. Hakimi, erster Eindruck. Fürs Spiel ist es natürlich... Ja, die wissen natürlich nicht, dass Hakimi schon mal beim BVB war. So weit geht es leider nicht zurück. Aber gut. Ja, erstes Spiel in der Rückrunde direkt zu Hause. Direkt mit den neuen Leuten. Ansu Fati und Ashraf Hakimi. Ich freue mich. Habe ich Bock drauf? Marco Reus
heute als Kapitän mal wieder, ist fokussiert. Erling Haaland tritt an zum Anstoß. Der Mann, der 25 Saisontore bereits jetzt schon auf dem Konto hat. Spiel läuft und wir haben, wie mir jetzt gerade auffällt, die ehemalige BVB, die ehemalige FC Barcelona-Seite hier mit Junior Firpo und Ansu Fati davor. Finde ich gut. Und Haaland. Haaland. Sehr schön und Axel Witsel. Ansu Fati. Auf Reus. Und Lute mit der Parade. Bülter vor Hummels. Alles gut und das ist direkt Ansu Fati. Gute Idee und es kommt sogar Hummels noch an den Ball. Thomas Meunier jetzt. Ach, schade. Friedrich klärt. Gibt den nächsten Eckball. Und jetzt müssen wir unsere neuen Leute auch erstmal kennenlernen. Hakimi natürlich Rechtsfuß. Ansu Fati ebenfalls Rechtsfuß. Gut zu wissen. Bringt den Ball in die Mitte. Und Knoche sorgt für den nächsten Eckball. Auch eine schöne Variante mit Hummels, der da auf Witzel köpfen will, aber hat ja jetzt nicht so geil funktioniert, wie man gesehen hat. Schöner weiter Ball, kommt sogar an bei Bülter. Und der geht an Meunier vorbei. Aber Jonathan Tah lässt sich da nicht abkochen. Reus jetzt für Haaland. Schöner weiter Ball. Und wir wissen, Haaland kann es aus dem Winkel, aber das war nix. Da guckt er noch ganz traurig den Ball hinterher. Trimmel. Kruse. Ja, vor Max Kruse muss man so ein bisschen Angst haben, glaube ich. Qualitativ auf jeden Fall der hochwertigste Spieler hier bei Union. Gieselmann. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass der Rest von Union nichts kann, aber man merkt auf jeden Fall den Impact von Kruse bei den Eisernen. Und da ist er auch schon. Gut geblockt von Junior Firpo. Und jetzt geht Fati. Haaland. Auf Hakimi. Versucht selber, nachdem der Ball in die Mitte nicht funktioniert hat. Wir bleiben weiter dran und Reus. Fati. Schöner Versuch auf jeden Fall. Gefällt mir auch, dass er sich sofort vorne einbindet. Aufwärmphase so gut wie gar nicht benötigt. Reus. Legt ab für Emre Can. Ball landet aber im Verteidiger. Im Verteidiger? Ja, im Verteidiger, genau. Beim Verteidiger natürlich. Witzel. Prömmel dazwischen, Kruse. Witzel wieder gut geblockt. Bleibt hier unser Zweikampffeld und steckt den Ball gut durch für Marco Reus. Und es gibt den Einwurf. Witzel. Haaland. Reus kommt nicht an den Ball. Friedrich. Trimmel. Dijk. Oder Dijk. Dijk. Weiß ich nicht. Friedrich. Max Kruse.
Ist hinten in der Verteidigung dabei. Bedient hier das komplette Feld. Und ist jetzt mit in diesen Angriff hier eingebunden. Dirk. Erneut Kruse, Trimmel. Und der läuft ins Aus. Witzel. So, alles in allem bin ich trotzdem sehr überrascht, erstaunt, wie auch immer, dass Berlin hier so gut steht. Fatih kommt an Trimmel nicht vorbei. Tah aufgestützt, aber der Schiedsrichter sagt nichts. Und wenn der nichts sagt, dann wird einfach weitergespielt. Kruse mit der Abwehraktion. Haaland. Reus. Und Haaland wird da gelegt. Gibt den Freistoß. Und jetzt kann ich es hier nochmal versuchen mit meinem neuen Trick. Der einzige Trick, der bei mir bei Freistößen klappt, wie ich ja schon mal angesprochen habe. Der Außenrissschuss. Und der ist drin. Und das gibt natürlich auch die wunderbare Torwiederholung hier mit der Kameradrehung. Die funktionieren. Diese Bälle sitzen. Die mit dem Innenriss geschossenen, die kriege ich nicht hin. Aber gut, 11. Saisontor für Marco Reus. Und es geht weiter. Haaland, Reus, schickt an zu Fatih. Oh, schön gemacht. Da zeigt sich die Spielfreude eines 18-Jährigen. Prömmel, Kruse. Eines 18-Jährigen Mini-Messis. So, Prömmel. Kruse. Jetzt vorne im Angriff. Max Kruse. Geht an Hummels vorbei. Legt nochmal ab und Bürki. Schöne Fußabwehr. Eckball wird reingebracht von Bülter. Ach komm. Ansu Fati verschuldet hier den Elfmeter, aber das ist doch lächerlich. Dass es für solche Aktionen Elfmeter gibt. Da wird sich mal Freistoß für geben. Und es tritt natürlich an Max Kruse. Er war sich so sicher, dass er den reinmacht, dass er ihn wirklich locker und leicht nach links weggechippt hat. Ich war fest davon überzeugt, er schießt nach rechts. Also Max Kruse wirklich. Wow. Drittes Saisontor aber erst. Das ist überraschend. Aber gut, und somit geht es mit einem 1:1 in die Pause. Aber man darf nicht vergessen, das hatten wir auch gegen Köln. Im letzten
Rückrundenspiel. Und am Ende stand eben das 4:1 für uns. Von daher, möglich ist alles. Und apropos Köln, die haben heute das Topspiel gegen Bielefeld. Abstiegskracher als Topspiel. Na toll. Und ansonsten haben wir eine sehr torarme Konferenz hier. Wir haben Gladbach gegen Schalke 1:0 und ansonsten nur 0:0. Zwischen Leipzig und Stuttgart, zwischen Wolfsburg und Leverkusen und zwischen Hertha und Freiburg alles noch torlos. Wir also mit einem 1:1 das torreichste Spiel. Ist ein bisschen traurig, aber ja, kann man mal machen. Zweite Hälfte läuft. Und ich glaube, wir bleiben hier auch erstmal wechselarm. Gute Aktion auf jeden Fall von Witzel. Wirklich unser Zweikampf-King. Und jetzt wieder Marco Reus. Kein Problem für Lute. Der Ball war, glaube ich, sogar noch abgefälscht. So ein bisschen. Haaland. Und schön rausgespielt. Kruse. Ingwarzen. Der hat richtig starke Aktion hier. Trimmel. Könnte den Ball jetzt in die Mitte bringen. Wird da aber gut zugestellt von Hummels. Komm schon. Ach Gott, jetzt rennt er doch nochmal komplett zurück. Ich hasse das. Ingwarzen. Aber mit sowas kriegst du mich wirklich. So, Firpo. Dejak. Gegen Witzel. Und wenn du halt Axel Witzel hast. Ich mag mich wiederholen, aber Zweikampfmaschine. So, bleibt der Ball im Feld? Ich hoffe ja. Hakimi kriegt ihn. Und der hat ein unfassbares Tempo, holt sogar noch die Ecke raus. Und genau wegen sowas haben wir ihn natürlich auch geholt. Jetzt geht Marius Bülter vom Platz. Mal schauen, wer für ihn kommt. Es ist Geuginger. Wer auch immer das sein soll. Reus. Bleibt am Ball. Bringt ihn in die Mitte, aber Dietz vor Haaland. Rettet hier. Und Oyarzabal wechselt zu Inter Mailand von... Oh Gott, wo spielt der? Espanyol Bas... Nee. Verdammt. Den habe ich bei... Den habe ich bei Ultimate Team. Auf jeden Fall aus Spanien wechselt er. Espanyol Barcelona ist natürlich totaler Quatsch. Prömmel. Und Hummels, starke Grätsche. Geuginger. Dejak. Und Bürki. Auf der Hut. Hakimi. Emre Can versucht den Ball auf Ansu Fati und der gelingt auch. Haaland, Reus, raus auf Ansu Fati und der für Haaland, der kommt aber nicht dran. Und jetzt geht Ingwarzen runter und Teuchert kommt. Guter Ball. Hakimi. Stark gemacht und Reus. 2:1. Super starke Aktion und wir werden wechseln. Ansu Fati geht runter. Rafael Guerrero kommt. Starkes Debüt, wie ich finde. Von dem Jungen kann man viel erwarten, glaube ich.
Und wenn es in ein paar Jahren vielleicht auch nur die Millionen sind, die wir für ihn kriegen können, ich glaube, der Junge rentiert sich definitiv, egal wie. Knoche. Gieselmann. Gut gemacht von Thomas Meunier. Geuginger. Ach komm, der geht an Tah vorbei und Bürki. Teuchert. Teuchert immer noch am Ball. Mats Hummels war dran und es gibt den Abstoß. War Teuchert also zuletzt dran? Das sind so Sachen, die kriege ich irgendwie nie so wirklich mit. Und das nächste Spiel ist gegen Gladbach. Das nächste Borussen-Derby. Noch 10 Minuten etwa auf der Uhr jetzt hier. Nur nicht noch den Ausgleich kassieren. Geuginger. Die Chance ist auf jeden Fall hoch, glaube ich. Und der Ball kommt sogar bei Trimmel an. Ich dachte, er wäre verloren. Oh Gott, ey, ich hasse das. Kruse. Doch mal auf, diese Schnörkel damit reinzubringen, ey. Teuchert. Und Bürki. Wir werden wechseln. Es kommt Renier für Marco Reus. Der Doppeltorschütze. Und Teuchert hier zuletzt am Ball. Gibt den Abstoß. Meunier für Firpo. Witzel. Rafael Guerreiro. Firpo hinterläuft, bekommt den Ball auch. Und dann gibt es den Abstoß. Diesmal habe ich es gesehen. Und wir bekommen, glaube ich, einen Debütanten hier, ne? Einen weiteren. Matteo Morey, glaube ich, zum allerersten Mal jetzt. In einem Pflichtspiel zumindest. Reingekommen jetzt für Jonathan Tah. Wir müssen auch dringend die Jugendakademie wirklich wieder aufstocken mit ein paar guten Verteidigern. Sollen wir ja, glaube ich, eh machen für eine Aufgabe, ne? Beziehungsweise für eine Vorstandsvorgabe. Und das ist nochmal Haaland. Zuspiel kam von Renier und Haaland mit Saisontor Nummer 26. Macht also genau da weiter, wo er in der Hinrunde aufgehört hat. Und erhöht auf 3:1 in der 90. Minute. Gieselmann. Geuginger. Nachspielzeit ist auch schon vorbei. Das weiß jetzt auch der Schiedsrichter und pfeift ab. Stark. Aber auch ein starkes Union auf jeden Fall. Und ich erhoffe mir von Ansu Fati wirklich eine ganze, ganze Menge. Möchte ich denn heute ein Interview machen? Ja, komm. Die erste Frage wird auf jeden Fall sein nach Marco Reus. Doppeltorschütze und deswegen Held des Spiels. Gerade noch gesehen,
Schalke hochverloren 3:0 unterlegen gegen Borussia Mönchengladbach. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende unseren nächsten Gegner. Ich sag's doch, Reus 2 Tore. Ja, insgesamt tolle Leistung. Man kennt's mittlerweile. War der Favorit. Glauben Sie, dass der erste FC Union Berlin heute eingeschüchtert war? Die waren alles andere als eingeschüchtert. Nein, das sind Profis, die wissen, was sie erwartet. Der nächste Sieg hat Union Berlin ihrer Meinung nach gut gespielt. Glückwunsch an die Mannschaft. Wir haben mit viel Einsatz den nächsten Sieg eingefahren. Ist überhaupt nicht die Antwort auf die Frage. Aber gut. Ach ja, oh Gott. Es war sogar noch genau vor dem Spiel, dass Brandt gesagt hat, er will gerne spielen. Und ich habe nicht mehr dran gedacht. So, Garcia darf auch wieder ran. Finde ich super. Und Bayern spielt noch. Und die gewinnen natürlich. Bleiben 4 Punkte vor. Wir bleiben allerdings. Tolle Leistung von Sancho nach einem Spiel, wo er nicht gespielt hat. Auch nicht schlecht. Ja, und wir bleiben 5 Punkte vor dem VfL Wolfsburg. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Es gibt noch mal eine Woche Auszeit. Dann bin ich mal gespannt. Siebe Schreivers. Okay. Habe ich auch noch nie gehört, den Namen. Wenn ich ehrlich bin. Ist wahrscheinlich einer der größten und besten Leute, die es gibt. Kenne ich einfach nicht. Es tut mir leid. So, das nächste Spiel findet statt gegen Borussia Mönchengladbach, die sich aktuell auf Tabellenplatz Nr. 5 befinden. Wird also ein Spiel um die Spitze und wir haben Julian Draxler jetzt beim SSC Neapel. Okay, krass. Finanzielle Wachstum des Vereins. Okay. Ja, warum werde ich denn jetzt blöd angemacht für eine Aufgabe mit sehr niedriger Priorität? Und vor allem, wie soll ich noch 325 Millionen Euro einfahren? Dafür müsste ich ja wirklich jeden Spieler abgeben, den ich gerade habe. Wie sieht der Rest aus? Ja, da brauchen wir auf jeden Fall noch die 2 Spieler in der Jugendakademie für die Position des Verteidigers. Markenpräsenz. Erreiche eine Serie von 7 Spielen mit mindestens einem erzielten Tor in Auswärtsspielen. Wir haben in jedem Auswärtsspiel getroffen, ne? 14? Müsste hinkommen. Verpflichtet. Nee, 14 Auswärtsspiele? Ja gut, mit der Champions League noch, ne? Verpflichtet innerhalb von 3 Saisons 4 der weltbesten Spieler. 82 plus gesamt. Ach so, gut. Wenn es weiter nichts ist. Hakimi war jetzt der Erste, ne? Wir müssen noch definitiv nachlegen. UEFA Champions League Finale erreichen. Da sind wir aktuell im Achtelfinale. Und hier haben wir, ja, DFB-Pokal erreichen. Pokalsieg. Wir sind im Achtelfinale rausgeflogen. Beziehungsweise in der 2. Runde. Wir haben doch direkt das 1. Spiel gegen Augsburg verloren. Und Bundesliga sollen wir Meister werden. Ja, da kommt es dann aufs Duell mit dem FC Bayern an, wovor ich ein bisschen Angst habe, ehrlich gesagt. Wir können auch gerne mal reinschauen, wann das genau stattfindet. Jetzt kommt erstmal Gladbach und dann haben wir einen sehr interessanten Februar mit Leverkusen, Bielefeld, Sevilla, Liga, Wolfsburg und RB Leipzig. Dann Augsburg-Hoffenheim, Sevilla und dann kommen die Bayern. Warum? Warum denn in der Reihenfolge? Aber gut, jetzt müssen wir es erstmal gegen Gladbach schaffen. Die sind auf der 5. Und Wolfsburg hat auf jeden Fall gepatzt. Genauso wie Leipzig. Wobei Leipzig hat einfach nur gespielt. Das heißt, Position 2 ist uns auf jeden Fall sicher. Spielt er doch bei San Sebastian, der Oyarzabal. Okay. Alles klar. Bevor es hier noch länger wird, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und ciao.